Was ging denn bitte nachbörslich gestern schon wieder ab? Die FedEx-Aktie minus 10% und die Nike-Aktie plus 10%. Ich habe die ganzen Meldungen für dich aufbereitet, damit du up-to-date bist bei diesen beiden Unternehmen. Ich habe die Nike-Aktie im Depot drinnen und die FedEx-Aktie jetzt auf meiner Watchliste drauf. Und wie immer mag ich gar nicht um den heißen Brei reden, sondern direkt gehen wir in die Meldungen rein, weil bei FedEx gab es gestern Quartalszahlen und die sind definitiv schlecht ausgefallen. Übrigens, wenn du neu bist auf dem Kanal, gerne jetzt schon mal den Kanal abonnieren, damit du genau diese Videos nicht mehr verpasst. Und zwar hat gestern die FedEx gemeldet, dass das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 3,60 Dollar je Aktie erwirtschaftet hat. Das hört sich doch mal im ersten Moment richtig gut an, aber man ist davon ausgegangen, dass der Gewinn bei insgesamt 4,86 Dollar liegt. Also 1,26 Dollar hat man je Aktie weniger verdient. Beim Umsatz sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Hier hat man insgesamt 21,6 Milliarden Dollar Umsatz generiert im vergangenen Quartal. Geschätzt wurden knapp 22 Milliarden. Also man muss sagen, Umsatz ist eigentlich noch im Rahmen drinnen, sage ich jetzt mal so grob. Aber was ist da los? Warum fällt der Gewinn so schlecht oder vermeintlich schlecht aus? Und da ist auch relativ schnell ein Grund gefunden, und zwar besonders schwach entwickelte sich das Geschäft von FedEx Express, und zwar fielen hier die Margen von 7,1% auf 5,2%. Das liegt unter anderem daran, dass natürlich auch die Containerkosten gestiegen sind, unter anderem, und des Weiteren hat das Unternehmen jetzt auch bekannt gegeben, dass man jetzt im Jahr 2025, also die sind schon ein bisschen weiter bei der Berechnung von den Geschäftsjahren, einen Gewinn von ca. 20 bis 21 Dollar ausweisen könnte. Davor war die Schätzung bei ca. 20 bis 22 Dollar. Also FedEx hat auf jeden Fall Probleme, und ich kann dir auch gleich direkt mal was zeigen. UPS-Dividende gebe ich hier immer ein. Und zwar die UPS-Aktie hat dann gestern auch nachbörslich negativ auf diese Meldungen von dem Mitbewerber FedEx reagiert, weil die eben dementsprechend einen etwas schlechteren Ausblick geliefert haben. Und das kann auch unter anderem zum Beispiel daran liegen, dass die Endkonsumenten etwas vorsichtiger werden. Also hier immer einen Blick auf genau diese Unternehmen werfen, weil die zeigen uns oftmals, wie es eigentlich wirtschaftlich tatsächlich läuft. Was aber positiv zum Hervorheben ist, ist hier: für das Geschäftsjahr 2025 kündigte das Unternehmen einen Aktienrückkauf an im insgesamten Umfang von 2,5 Milliarden Dollar. 2,5 Milliarden Dollar merkt man uns, weil wir müssen uns dann direkt mal die Marktkapitalisierung anschauen, damit wir hier überhaupt wissen, wie viel Prozent das eigentlich vom Gesamtunternehmen ausmachen. Aber FedEx, eben auch kurz im Hinterkopf, 20 bis 21 Dollar Gewinn je Aktie. Die FedEx-Aktie schüttet dieses Jahr ca. 5 Dollar Dividende aus. Wir haben einen Gewinn von 20 Dollar. Du siehst, das Payout Ratio ist bei FedEx relativ gering, und daher hat das Unternehmen im Jahr 2022 auf 2023 die Dividende extremst stark erhöht, weil das Unternehmen ja tatsächlich gut läuft, die genügend Geld in der Reserve haben, dass sie sich genau das leisten können. Und jetzt können sie sich zusätzlich noch leisten, richtig viele Aktien zurückzukaufen. Und zwar schauen wir hier bei Market Screener rein. Wir stellen hier fest, 73 Milliarden Dollar Marktwert. 73 Milliarden Dollar, kurz mal Kopf rechnen, genau, das sind circa 4% der ausstehenden Aktien werden jetzt zurückgekauft. Das heißt, es werden weniger Aktien. Aufgepasst, Freunde, ihr bekommt noch aktuell bis zu 20 Aktien geschenkt. Genau, du hast richtig gehört, bis zu 20 Aktien. Und es geht wirklich super schnell, super einfach. Erstens, du meldest dich bei Freedom24 an. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Anschließend, das dauert übrigens keine 5 Minuten, überweist du das Geld, gibst dann dementsprechend die Promo-Codes ein, kannst anschließend auch die Aktien verkaufen und das Geld theoretisch wieder sofort abziehen. Also das ist quasi so ein Money-Glitch, was du gerade dir organisieren könntest. Und das Geile ist daran, wenn du dein Geld nicht abziehen möchtest, kannst du es auch dort bis zu 8,8% verzinst liegen lassen. Das ist auch richtig, richtig genial. Also gerne jetzt mal abchecken. Auf diese Aktien werden dann trotzdem der gleiche Gewinn insgesamt aufgeteilt. Das heißt einfach, der Gewinn je Aktie wird dadurch etwas besser. Gefällt mir auf jeden Fall auch schon wieder. Vor allem, wenn hier
das noch gar nicht nachbörslich alles berechnet wurde, dass die Aktie eben dementsprechend 10% zurückgekommen ist. Das heißt, der Marktwert, müssen wir uns einfach dann nochmal individuell anschauen, könnte tatsächlich nur bei 66 Milliarden Dollar liegen. Und dann sieht das Aktienrückkaufprogramm schon wieder ganz anders aus. Also kurzum, FedEx hat kurzfristig auf jeden Fall Probleme. Darunter leidet natürlich auch die Mitbewerber. Auch die DHL Group wird darunter leiden. Habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht angeschaut. Kann man hier nochmal ganz kurz eingeben, falls die Aktie hier auch nachbörslich, nee, leider nicht, wird hier nicht nachbörslich angezeigt. Kann man aber auch wieder individuell für uns selbst anschauen. Also die Aktie jetzt bei 267 Dollar. Und die Aktie hat sich wahnsinnig gut erholt. Und zwar ist das hier das Covid-Tief, war bei 85 oder 80 Dollar, 85 Dollar, ist dann hochmarschiert auf über 300 Dollar und kommt jetzt wieder peu à peu zurück. Wie ihr schon im Video festgestellt habt, ich habe aktuell die DHL Group im Depot drinnen. Die schüttet aktuell, ja, natürlich nicht DHL, Entschuldigung, die UPS habe ich im Depot drinnen. Die schüttet natürlich eine üppigere Dividende aus und ich habe mir jetzt trotzdem auch die FedEx-Aktie auf meine Watchliste draufgelegt. Aber die Aktie, die muss noch deutlich weiter zurückkommen, um die überhaupt relevant wird für mein Depot. Aber auch das aktuelle KGV dann von ca. 13, weil wir wissen es ja, 20 Dollar Gewinn, 267 Dollar aktueller Wert, 13, irgendwas KGV. Und wenn wir uns dann hier noch etwas die Analysten so ein bisschen anschauen, was die dazu sagen, da werden jetzt natürlich auch dementsprechend viele Berichtigungen kommen zu diesem Unternehmen, aber da würde ich mich jetzt auch nicht täuschen lassen, weil irgendwann geht es dann dem Endkonsumenten wieder besser, dann geht es auch dementsprechend dem Unternehmen wieder besser. Und ihr seht es auch hier, die Prognosen sind eigentlich schon richtig gut vom Umsatz her und auch der Nettogewinn. Ja, natürlich dieses Jahr eine kleine Delle drinnen, aber auch das sieht doch soweit auf jeden Fall richtig gut aus, wenn das natürlich dann dementsprechend so eintreffen sollte, wie die Prognose das Ganze eben prognostiziert. Und zu dem ganzen Thema Nike kommen wir jetzt auch gleich direkt zum Sprechen drauf, weil hier in diesem Video habe ich die Situation erklärt gehabt, relativ viel Glück gehabt, dass ich diese Meldung aufgeschnappt habe. Und zwar ging es eigentlich nur darum, dass der CEO wahrscheinlich ausgewechselt wird. Da gab es eine Flüsterschätzung und ich halte schon einiges von solchen Flüsterschätzungen am Markt, weil irgendwo steckt da immer so eine gewisse Wahrheit drinnen. Und zwar ist die Meldung aber auch sehr, sehr schnell gekommen nach den ersten Flüsterschätzungen und zwar genau direkt dem Tag danach. Und zwar, dass der CEO quasi ausgewechselt wird, obwohl der CEO, muss man sagen, wirklich wahnsinnig gute Arbeit geleistet hat. Der hat es geschafft gehabt, dass der Nike die letzten 5 Jahre wirklich brutal gut gelaufen ist. Auch das erste Mal, wie es hier drinnen steht, insgesamt über 50 Milliarden Dollar Umsatz generiert hat. Jetzt Nike. Habe jetzt gar nicht auf, Scusi, kann man hier auch direkt nochmal aufmachen. Die Nike-Aktie natürlich gestern sehr positiv nachbörslich drauf reagiert mit knapp 10% Kurs plus auf insgesamt 80 US-Dollar. Und soweit ich weiß, hat die Nike-Aktie auch aktuell noch ein schönes Aktienrückkaufprogramm am Laufen. Muss man jetzt einfach mal schauen, wie die Aktie sich weiterverhält, beziehungsweise das stimmt hier gar nicht. Wir müssen da kurz mal auf Finanznachrichten reinschauen. Hier Nike und die Seiten, die ich hier verwende, abgesehen von Aktienguide, die sind natürlich dementsprechend kostenlos, genauso wie das Abo hier kostenlos ist. Und zwar ging es dann gestern nachbörslich, ihr seht es, die Aktie ist dann erstmal runtergegangen auf 72 Dollar und nachbörslich zack, bumm, auf 80 Euro hoch. Auf jeden Fall richtig schöne Performance nachbörslich abgeliefert. Ich bin jetzt gespannt, wie sich die Nike-Aktie in Zukunft weiterverhält. Ich halte auf jeden Fall meine Stücke im Depot drinnen. Das ganze Video einfach mal kurz vorbeischauen. Dort habe ich die ganze Situation erklärt, was ich eigentlich von diesem Unternehmen in den nächsten 10 Jahren so plus minus erwarte, beziehungsweise mir natürlich am Ende des Tages vorstellen könnte. Jetzt würde es mich interessieren, was hältst du aktuell von der FedEx-Aktie, von der Nike-Aktie und natürlich auch UPS, DHL? Schreibt es dir mal gerne in die Kommentare unten rein und natürlich deine Videowünsche sind natürlich auch immer gerne gesehen. Alles rund um das Thema Dividenden, Aktien einfach gerne unten reinschreiben. Ich versuche dann natürlich immer so viel wie möglich zu beantworten, beziehungsweise euch dann dementsprechend über die Videos zu informieren.